Ja, wir begrüßen ganz herzlich Michael Schulz, den früheren Nationalspieler bei uns zum Videoblog. Michael, 2:2 gegen Ghana gestern Abend. Ist das ein Grund, sich zu freuen oder ein Grund, sich zu schämen? Ja, warum man sich schämen müsste, weiß ich nicht, weil das war eines der besten Spiele, das ich bei der WM gesehen habe. Und ich persönlich sogar, für mich persönlich war es sogar so, dass es sehr, sehr viel, sehr, sehr großen Grund gibt, große Hoffnung zu haben, dass es jetzt wirklich angeht, denn ich hatte vor dieser WM überhaupt kein Gefühl für dieses Turnier, weil die Verletzten und diese ganze Situation der Mannschaft, das war alles irgendwie nicht greifbar. Dann dieses wirklich total überraschende Topspiel gegen Portugal, ein Tag, wo alles funktionierte. Das ist auch immer mal wieder möglich, das heißt, da kann man aber auch schlecht eine Form irgendwie festmachen. Aber gestern, das war richtig geil und das gibt mir wirklich auch Vertrauen für die nächsten Spiele, weil da hat die Mannschaft auch zurückgelegen, ist wiedergekommen, die eingewechselten Spieler haben dafür einen Ruck gesorgt. Also man kann auch, nicht nur, auch wenn man mal einen nicht so guten Tag hat, in Anführungsstrichen, kann man wieder reagieren, kann nochmal aus dem Tief rauskommen und das während eines Spiels, das ist die Kunst. Und muss sagen, wenn man jetzt das Portugal-Spiel und das Ghana-Spiel sieht, dann habe ich also große Hoffnung, dass wir zumindest das Halbfinale erreichen können. Muss aus deiner Sicht dieses Spiel vielleicht personelle Konsequenzen haben? Da waren ja nicht alle Spieler so am oberen Leistungslimit, wie man das vielleicht erhofft hat. Ja, was heißt Konsequenzen? Auf jeden Fall. Ich finde jetzt zum zweiten Mal Philipp Lahm irgendwie desorientierter im Mittelfeld. Also hat ja schon gegen Portugal da zwei haarsträubende Fehler gemacht. Und gestern natürlich dieser Fehlpass, das war natürlich auch eine Katastrophe, die darfst du nicht spielen. Also der hat doch das Spiel nicht bestimmt. Das waren nicht nur einzelne Fehler. Ich habe den gar nicht gesehen, auch im Spielaufbau wenig und so. Also ich finde ihn auf der rechten Position, Außenposition als Verteidiger besser, insbesondere wenn man jetzt sieht, dass Boateng vielleicht angeschlagen ist. Also da würde ich mir zumindest mal Gedanken machen an Bundestrainers Stelle. Und wer für mich auch irgendwie im Gesamtgefüge abgefallen ist, ist Özil. Ja, der hat auch keine Wunderdinge gemacht, nicht mal spektakuläre Einzelaktionen. Ansonsten trabt er da auch relativ uninspiriert durch die Gegend. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht mal eine Alternative setzen könnte. Wir haben noch einige Jungs auf der Bank, die durchaus Fußball spielen können. Joachim Löw hat, du bist früher Verteidiger gewesen, hat ein Verteidigerprojekt gestartet zur WM. Vier Innenverteidiger und die bilden seine Abwehrkette. Richtig aus deiner Sicht? Ja, ist ja eine Frage der Personalsituation. Wenn der zwei Top-Außenverteidiger hätte, würde er sie sicherlich auch lieber spielen lassen. Aber bis jetzt hat sich gezeigt, dass das top funktioniert. Also Mertesacker und Hummels machen ihre Sache sehr gut. Insbesondere Hummels, gestern haben wir ein paar starke Szenen gehabt. Ich weiß nicht, wie der den einen Ball dann mit dem rechten Fuß, den er abklemmt, dann mit dem rechten Fuß noch angelt. Das war aller Ehren wert. Toller Spielaufbau auch, Mertesacker auch in guter Form. Und Höwedes macht seine Sache auf der linken Seite auch sehr gut. Ne? Zwischenzeitlich hat er zwar mal ein bisschen die Schulter hängen lassen, als es nicht so lief, aber bereitet das Tor nachher noch vor. Hat da offensiv auch ein paar ganz gute Pässe gespielt. Also ich sehe das Projekt als gelungen. Zwar als gezwungen, aber gelungen an. Und dann kommt ja dein Vorschlag noch, dann kommt ja vielleicht noch Lahm als Alternative rechts hin. Genau, das wäre jetzt für mich die Alternative. Also für mich ist Lahm einfach Verteidiger schon jeher. Ich habe mich schon also auch gewundert, als er auf der 6 gespielt hat. Natürlich hat er gute Spiele gemacht bei Bayern, aber man hat jetzt irgendwie gesehen, dass, also zumindest im Moment ist er nicht auf dem Level, da Topleistung zu bringen. Und ich finde, da muss man einfach reagieren. Das ist ja auch nicht schlimm. Das kann jedem Spieler passieren, dass er mal tief auf einer Position hat. Ich glaube, dass er sich rechts wohler fühlen wird. Ein Thema, über das wir kurz sprechen sollten, ist Miroslav Klose. 15. Spiel, 15. Tor im 20. WM-Spiel. Eine Quote, die für mich sensationell ist. Ja, sensationell, absolut. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Nicht umsonst ist er ja jetzt mit Ronaldo zusammen Weltrekordhalter, in Anführungsstrichen. Aber was er unbedingt sein lassen sollte, der Wahnsinnige, ist seine Saltos. Also wenn man in der Super-Slow-Mo gestern sieht, wie der aufgeschlagen ist, da hätte er sich ja beide Sprunggelenke und die Knie brechen oder können oder alle Bänder reißen. Das soll er unbedingt lassen, sonst wird das mit dem 16. Tor nichts mehr. Aber Hut ab von Miro Klose, also in dem Alter im Sturm zu spielen, das ist es ja. Ne? Also ich habe ja auch bei 36 gespielt. In der Abwehr kannst du mal mit Auge oder dann haust du mal einen um, dann machst du mal ein schönes Foul, dann ist das erledigt. Aber als Stürmer musst du an dem vorbei, wenn du ein Tor schießen willst. Du musst richtig stehen, du musst schnell sein. Und da muss ich sagen, und das bei den Temperaturen, Hut ab vor der Leistung. Also der hat ja auch mit Schweini zusammen, hat er richtig für richtig Alarm gesorgt und da ging richtig Ruck durch die Mannschaft. Also da kann man nur sagen, Chapeau Miro, ehrlich. Und jetzt haben wir in ein paar Tagen, am Donnerstag, haben wir das, nennen wir es mal, Vorrundenfinale gegen die USA. Müssen wir ein bisschen zittern oder können wir nach deiner Einschätzung da ganz ruhig in den Abend gehen?
Naja, also auf jeden Fall ruhig. Zittern müssen wir auf keinen Fall. Zu viel Ruhe tut auch nicht gut. Ne? Also man sollte ja schon eine gewisse Anspannung drin haben. Aber die Chance, wenn man sich auch, man weiß ja nicht, wie das Spiel heute Abend ausgeht, aber gucken, wie die Voraussetzungen sind. Also es ist ja schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir weiterkommen. Da muss schon ziemlich viel Schlechtes zusammenkommen, damit wir also jetzt die Vorrunde nicht überstehen. Und insbesondere wisst ihr auch nicht, warum wir Angst haben sollten von den USA. Ich meine, das Spiel, was Ghana abgeliefert gegen die Amis, war für deren Verhältnisse einfach schwach. Das muss man mal sagen. Das Ergebnis sagt zwar was anderes aus, aber wenn man überlegt, dass Leute wie Jones da bestimmt sind, ich meine, die haben jetzt nicht gerade für die Bundesliga jetzt über Jahre bestimmt oder so, nicht? Der hat zwar hier gespielt, aber das war es dann auch schon. Ne? Und also man muss keine Angst haben, glaube ich, wenn das ein einigermaßen normaler Tag ist. Und auch die Jungs wissen jetzt, da müssen eine Schippe drauflegen, also die werden konzentriert sein und sie wissen, wenn es mal nicht läuft, haben sie die Option zu reagieren. Also ich mache mir jetzt keine großen Sorgen, ehrlich gesagt. Abschließend dein Tipp fürs Spiel gegen die USA? Ja, also wenn alles normal läuft, denke ich schon, dass wir so mit zwei, drei Toren Unterschied schon gewinnen sollten. Vielen Dank. Bitte.